Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Turn On News. Diese Woche ist wieder viel passiert, aber auch irgendwie nicht. Und das haben wir für euch jetzt zusammengefasst. Ja. Das Galaxy Note 7 wurde endlich vorgestellt. Eingestellt. Es wurde endlich eingestellt. Oh. Auch die zweite Charge war leider fehlerhaft, was die Akkus anging. Und deswegen hat Samsung jetzt offiziell auch die Personen, die sich ein Note 7 gekauft haben, wie ich, eine Info dargelassen per E-Mail, dass das ganze Ding jetzt zurückgeht. Tja, Bombenstimmung wahrscheinlich im Samsung Headquarter. Aber ich muss zugeben, ich hatte Glück, denn ich habe mein Austauschgerät noch bekommen und es verkauft. Ja, selbst Oculus sagt jetzt, dass sie die Gear VR nicht weiter unterstützen wollen mit dem Note 7 zusammen, weil die Dinger ja dann in Höhe der Augen in die Luft gehen können. Also auch nicht so schön. Da kommt die Meme aus Batman Teil Nummer 2 so richtig zur Geltung mit Two-Face. Ich würde gerne mein Note 7 austauschen. Diese eine Seite, wo alles total verbrannt ist. Ja, nicht witzig. Und am gleichen Tag, als Samsung das Galaxy Note 7 einstellte und verkündete, dass sie nichts mehr davon produziert werden, haben sie ein neues Produkt vorgestellt. Und zwar den Art PC Pulse Premium Desktop. Mit Skylake oder alternativ AMD Polaris Chipsatz und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein Premium-Produkt, das auch noch Harman-Kardon-Boxen innehaben soll. Ist aber nicht so ganz Premium, hattest du gesagt. Ja, ich kann mir sowas ja nicht unbedingt merken, aber wenn ich auf meinen Spicker gucke, ist in der Premium-Version eine RX 460 mit 2 GB drin und in der Standard-Version wird es nicht mehr aufgelistet und eine nur halb so große M2 SSD mit 256 GB. Aber Premium für 1200 bis 1600 Dollar ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Also es wird einfach im unteren Bereich Premium sein. Aber ich rede mit denen auch immer schön, ja. Der Zeitpunkt, wo, an dem sie das vorgestellt haben, ist einfach. Immerhin, sie haben sich inspirieren lassen, weil es gibt ja schon andere Geräte, die so aussehen. Und zwar gab es ja vorher den Mac Pro, den Pavilion Wave. Aber der sah aus wie ein Mülleimer. Den Pavilion Wave gab es vorher, den MSI Vortex und so weiter und so fort. Immerhin ist Windows drauf. So eine Technik in der neuen. Übrigens, Windows. Microsoft hat jetzt neue Büros vorgestellt. Absolut. Und ein sehr spannendes Konzept eigentlich mal umgesetzt. Ich finde es gut, dass eine Firma in Deutschland das mal durchzieht. Und zwar eine Work-Life-Balance. Ein Work-Life-Balance-Flow wurde durchgezogen. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr und jeder arbeitet nach eigenem Gusto an der Stelle, wo er gerade Bock hat. Eine Work-Life-Balance finde ich auch mal ganz schön. Aber ja, tatsächlich. Das heißt, wir haben tatsächlich schon mit einer Kollegin sprechen können und es ist wohl eine Art und Weise der Umgewöhnung, die aber wahrscheinlich auch zugutekommt, weil du tatsächlich dich nicht mehr nur in einem Umfeld befindest und somit auch immer wieder neues Qi aufbauen kannst, neue Umgebungen kennenlernst in dem Gebäude, neue Leute kennenlernst, genau, und somit wieder immer neu inspiriert werden kannst für neue Aufgaben bzw. Visionen. Das ist vor allem schön, wenn du wirklich so mit 1000 Leuten zusammenarbeitest bei so einer riesigen Firma. Da lernt man halt immer nur so 10, 20, 50, 100 Personen kennen. Und ich finde, das fehlt mir auch so ein bisschen in so einem Reaktionsalltag, wenn du wirklich von Licht bis Licht immer eine Reaktion sitzt, dieser Input von überall, dass überall jeder irgendwie zu allem eine Meinung hat. Mhm. Und das ist schon geil, wenn man dann wirklich auch überall arbeiten kann. Man sagt so, heute komme ich von der anderen Seite, dann arbeite ich mal dort und das andere Mal arbeite ich dort. Das ist schon geil. Wir arbeiten aber von dunkel bis dunkel. Also, ja. Nicht von Licht bis Licht. Erinnerst du dich noch an dieses alte iPhone? Das hast du damals bei TechLab ganz alleine reviewed. Ja, zwischen Explosion und Co. gibt es jetzt auch Probleme mit Touchscreens. Und zwar aktuell bei den iPhone 6 Modellen. Da kriegt Apple momentan ein bisschen böse Sammelklagen. Denn es heißt, dass sie absichtlich eine Technik so verbaut haben, dass sie einfach nur kaputt gehen kann. Also geplante Obsoleszenz, wie man auch so schön sagt. Dass Produkte nach einer bestimmten Zeit einfach kaputt gehen, damit sie dann wieder repariert werden müssen gegen ein entsprechendes Entgelt. Obsoleszenz heißt das, glaube ich. Obsoleszenz? Ja, genau, richtig. Und das Problem tatsächlich ist dabei, dass gerade bei diesem Modell eine Art Coating, eine Ummantelung mit einer besonderen Flüssigkeit weggelassen wurde. Und das nun dazu führt, wenn man das iPhone ein bisschen benutzt, bestimmte Bereiche auf dem Hauptboard kaputt gehen. Und die Verbindung zum Display beschädigt werden und dadurch kein Display mehr angezeigt wird. Also das Telefon selbst funktioniert noch, aber es wird nichts mehr auf dem Display angezeigt. Tja, wie jetzt nun die Sammelklage ausgehen wird mit all den zigtausenden Mitmenschen, bleibt noch abzuwarten. Immerhin, es ist noch nichts explodiert. Aber wenn es nicht funktioniert, hast du ja auch nichts davon. Nee. Es sind ja wirklich sehr viele Geräte, die kaputt sind. Ja. Beim Galaxy Note 7 sind es nur knapp 100, die explodiert sind. Oder nicht mehr explodiert, sondern einfach nur in Flammen aufgegangen sind. Ja. Der Vergleich zu, da sind ein paar Geräte kaputt und da sind Zehntausende. Es sind ja Zehntausende Klagen und
da ist noch nicht die Dunkelziffer drin, die sagt, ja, ist mein Telefon halt kaputt, dann reparier es halt. Ich darf das iPhone trotzdem noch in Flugzeug nehmen. Es ist schon ein Unterschied. Ich darf es noch im Flieger benutzen. Es ist trotzdem ein Unterschied. Das Note 7 nicht. Gab es denn sonst irgendwas Neues von Apple fürs iPhone? Ach stimmt, wir wollten es verbinden, ne? Ach. Ja. Weißt du, was mich bei meiner Testphase mit dem iPhone 7 hart genervt hat? Also iPhone 7 Plus, dass ich ernsthaft mehrmals das Problem hatte, das Gerät aufzuladen und nebenbei Musik hören zu wollen. Ja, das Problem von Bahnfahrern, wenn du kabellos hörst, ist das ja egal. Oder Flugzeug. Ja. Zumindest gibt es jetzt neben all den anderen 1000 Kabellösungen auf allen möglichen Online-Plattformen dieser Welt nun noch eine Lösung, ein Adapter auf Kickstarter. Und zwar ein Adapter, mit dem man jetzt die Möglichkeit hat, nicht kabellos Musik zu hören über Klinkenstecker und gleichzeitig zu laden. IL-Dock heißt das gute Stück. Übrigens gibt es das auch mit zweimal Lightning, weil ich kann es ja dann nur einmal aufladen und mit dem Lightning-Stecker hören. Mhm. Oder ich muss dann den Adapter von Kabel auf Lightning ranstecken, da habe ich drei Kabel dran. Ich finde es ein bisschen Quatsch, weil das sieht auch nicht so ein bisschen wackelig aus und irgendwie hat man dann für 5 oder 10 Euro das, ja hier genau, zweimal mit Lightning, hat man dann nochmal so ein Ding dran am Telefon. Aber wenn man ein paar Euro mehr in die Hand nimmt, dann hat man das Ding. Kann man auch richtig auf die Kacke hauen und dann so ein Pro-Ding holen sich mit Speicherkarte und USB-C und allem, was dazugehört. Ist gut für Fotografen, wenn die dann ihre Kamera dann reinstecken, aber die bearbeiten die Bilder ja auch eigentlich am Rechner vorher. Also, für mich wäre es nichts. Nein. Aber was hat denn Kickstarter noch so zu bieten? Unsere Lieblingsplattform. Ein Produkt namens Dlodlo. Oder Dlodlo. Wie das Image-Video auch sagen würde, Dlodlo. Dlodlo V1 ist eine Virtual Reality Brille, die wirklich nur eine Brille ist und kein großes Gedöns, wo man auch einen fetten Rechner oder eine Gear VR, ein fettes Teil auf der Stirn eine halten muss. Sehr große Sonnenbrille mit einem Telefon, ja. Es sieht nicht so geil aus, finde ich. Eher aber so, als wäre man eine Puckfliege. Das ist richtig, aber immerhin ist es vielversprechend, dass man jetzt tatsächlich mit einer Art Android-Telefon mit ohne alles jetzt so etwas benutzen kann. Was natürlich bisher Vive und Co. noch nicht hinbekommen haben, die brauchen immer so ein Kabel. Die brauchen so ein Kabel, was dann hier von hier abgeht. Das ist auf dem Video auch nicht wirklich gezeigt. Ja, aber nicht so ein Kabel. Ich bin aber sehr gespannt. Kabel. Ich warte noch auf die Zeit, wo man wirklich alles per Funk übertragen kann. So ein 5 GHz, das Bild ist jetzt auf dem Fernseher, weil der das empfängt. So einfach rüberwischen, das wäre cool. Ja, ja aber apropos Virtual Reality, es gibt ja jetzt auch natürlich auch etwas Neues zum Thema HoloLens. Das ist zwar Augmented bzw. Mixed Reality, aber die HoloLens kommt jetzt auch endlich nach Europa. Ja, und zwar für einen Preis, einmal für Entwickler und einmal für Pro-Business-Konsumenten, also die Personen, die das dann testen, was Leute dann wirklich dafür spielen oder benutzen werden, zwischen 3.500 und 5.500 Euro. Tja, kein Smartphone dieser Welt schafft es momentan teurer zu sein, außer eins von Porsche, das nur aus Namen besteht. Kostet 8.000 Euro. Oder Gold. Nein. Wenn du dein iPhone so vergolden lässt, kostet auch 2.000 Euro. Dollar, Euro? Ja. Aber wenn es um das Thema blöde Sachen geht, wie zum Beispiel sich das iPhone vergolden zu lassen, wir haben noch was gefunden und zwar auf Indiegogo. Das ist nämlich eine Plattform, die wir sonst nie im Fokus haben, weil da meistens nur so ein Ramsch zu finden ist. Das ist kein Ramsch. Pass auf, ich habe es ganz oft gehabt, dass ich mein Kind, das ich nicht habe, im Auto vergesse, was ich auch nicht habe, weil ich mit Leuten telefoniere, die mich mögen, die ich auch nicht habe. Du telefonierst im Auto? Nee, wenn ich rausgehe. Also es ist meistens so, dass ich das Auto, was ich nicht habe, verlasse und währenddessen verliere und mein Kind im Auto verlasse. Es wäre total geil, wenn es einen Service gäbe, der mich daran erinnert, dass sich mein Kind, das ich nicht habe, immer noch im Auto befindet. Tja, und diesen Service gibt es jetzt und zwar Sense Life Never Forget a Child in a Car Again. Das Video ist ungewollt oder vielleicht auch gewollt urkomisch, denn da geht es darum, dass eine Frau in ihrem riesigen Van am Steuer telefoniert, rausgeht in ein Haus und dabei ihr Kind vergisst. Und ihr Telefon erinnert sie daran, dass sie sich jetzt ungefähr 10 Meter von ihrem Auto entfernt hat und bitte doch ihr Kind nicht vergessen möchte. Ja, denn sie kennen das ja aus einschlägigen Berichten. In den USA sterben andauernd irgendwelche Kleinkinder, weil das Auto einfach zu heiß wird und das Kind da drin dann einfach stirbt. Weil es vergessen wurde. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Wenn wir schon so weit sind, dass wir solche Produkte brauchen, ich glaube, da haben wir ganz andere Probleme. Mir fällt was dazu ein und zwar America. Wenn ihr noch mehr von Turn-On sehen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn euch diese News gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann abonniert doch gerne unsere Kanäle auf Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch, YouTube, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Instagram. Ja. Lasst ein Abo da. Ja. Oh, wer wissen will, was hier für ein Kaffee drin ist,
mindestens 2000 Likes, dann gibt's einen Kaffee. Nein, wir machen sowas nicht. Das ist schwarzer Kaffee. So. Deine Like-Geilheit geht mir auf den Sack.